Jojo, was geht ab, meine Lieben? Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem YouTube-Channel. Und heute geht's weiter mit Spider-Man Part 2. Ja, heute der erste Bosskampf und ja, ich würde sagen, let's go, fangen wir an. Letztes Mal dachte ich ja, hier ist eine Falle. Schauen wir mal. Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? L und Parkour. So, wohin soll ich jetzt? Dahin. Ja, schauen wir mal. Wer will hier einen aufs Maul? Was macht der? Wer will hier einen aufs Maul von euch kleinen Pissern? Ja, auf mich zu schießen, Mann. Da. Du hältst mich nicht Junge. Auf. Hier in die Luft mit dir, bam. In der Luft krieg ich. Boah, das war geil. Ja, richtig an die Wand geklatscht, du Mock. Kommando ist schon voraus. Ich hoffe, sie sind okay. Nio. Ja, okay. Das schaut schon so aus wie ein Bosskampf. Also, let's go! Ja, doch nicht. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss. Scheiß Verräter. Oh, den klatsche ich jetzt so weg. Wo ist der? Ich auf den renne ich jetzt. Feinde mit Schilden locken von vorne ab und sind von hinten verwundbar. Tippe Dreieck für den Letzschlag. Dreieck. Und dann unten. Tack. Ihr habt von Anfang an mit Fisk unter einer Decke gesteckt? Wow. Die Bilder ihr wollt mich verarschen, Alter. Euer Plan ist also nicht aufgegangen. Dann weiter mit Plan B. Einer ordentlichen Tracht Prügel. Hier, Junge, ich schau dem jetzt Kühlschrank auf Kopf. Hier. Oder was ist das? Kühlschrank. Mir müsst ihr abknallen, scheiß Verräter ihr. Alter, ich drück 10 mal Dreieck, das geht nicht. Hey Yuri, einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willys letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Schalt ihn aus, sofort. Mit Vergnügen. Jetzt kommt der Bosskampf, jetzt rasse ich diesen Fetten. Mal mehr, du Mops. Kein Hals, keinen Hals! Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Jetzt geht's ab. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Jetzt geht's ab. Oh, für mich? War nicht nötig. Ich muss meine Chance abwarten. Was soll ich jetzt machen? Ach so. Halte R1, R1. Nachgeladen. Warum hängt er sich da? Alter, was geht jetzt ab? R1, R1. Was machst du da? Okay, jetzt! Ja, okay, das ist einfacher, als ich gedacht habe. Ja, das war ja gar nichts. Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Gib dein Bestes. Was ist das für ein Alter? Hey, Finisher! Hier, Finisher! Oh. Ja, der ist ja gar nicht. Boah! Alter, was macht der für Deckung? Tippe wiederholt, oh mein Gott! Tippe wiederholt er rein, zum Fisk einzuspinnen. Das ist meine Chance. Ja, okay. Fisk blockt Nahkampf, setzt Netze ein. Oh mein Gott, Alter, was war das für eine Rückhand? Alter! Du elende Nervensäge! Komm her! Alter! Ja! Normaler Mensch hat so viel Kraft, alles klar. Du bist der größte Abschaum dieser Stadt! Das gleiche wollte ich zu dir sagen.
Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn! Feigling, wie die Kanaken, Alter, die alle zusammen immer kommen. Spaß. Na, was Spaß, ist so. Nein. Hier, du Mock. Alter, was ist das, Mann? Was war das? Lass mich mal in Ruhe, Mann. Krass. Ihr Schwachköpfe, ihr seid zum Kämpfen ausgebildet. Also kämpf! Oh mein Gott. Hier, komm du her. Der hat seinen eigenen Kollegen. Ausreden hören. Wofür bezahle ich euch denn? Alter. Der mit seiner Rückhand. Nein, ich wollte dem nicht geben. Ich wollte doch nicht den finishen, Mann. Ich wollte diesen hier, diesen fetten da, Alter. So hat es gerade. Alter. Du stirbst genauso nutzlos, wie du gelebt hast. Wie belangst du hier? Alter, was war das? Ich bin fast tot wegen einem Schlag. Alter. Mein Gott. Der Typ rückt mich auf der Schicht die ganze Zeit wie so ein Mock. Du bist zu weit gegangen, Junge. Nicht diesmal. Wen spielt ein? Er hat Luft eingesprungen. Hier. Hallo. Wieder langsam. Alter, wie oft schlägt er? Okay. Kreis! Oh. L2, R2! Oh, das ist richtig geil! Der stöhnt halt zu viel. Dreieck. Achso! Da, Junge! Genau diese Szene liebe ich. Immer mit dem, mit diesem Runterspinnen. Vielleicht später. Das sieht man mit einem Blick, dass es kommt. Ja, der erste Boss war jetzt nicht so schwer und es war auch irgendwie voll übertrieben. Der konnte alles da, hatte so viel Power, obwohl der ausschaut wie so, und da schaut diese Dinge, diese Fettstreifen da an. Was ist denn das? Schaut aus wie Timberland. Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Whoop, ich muss los. Hey, viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. Ein Monat. In einem Monat willst du mich wieder zurück. Der Kingpin wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Ja. XP. Neue Stufe. Stufe 2. Erhöhte Gesundheit. Greife mal Fertigkeitsbaum. So. Du wurdest hochgeschoben, deine Fertigkeitspunkte verdient. Ja, ja. Die Fertigkeitspunkte werden verliehen, wenn du genug Erfahrung. Ja, okay. Schieße Missionen ab. Ja, okay. Innovator, halte drei gedrückt, um eigentlich schon. Ah, da rechts sieht man's. Ja, okay, das ist cool. Ja, okay, das ist ganz wichtig, da kann man sich dann öfter heilen. Wobei, ich würde immer Netzschwing irgendwas nehmen. Hier, sowas. Oh, das schaut schon mega aus, sowas. Oder hier, das ist Geschwindigkeit, oder? Ah, nee, das ist so ein Tritt. Ja, sowas würde ich immer nehmen. Also, ich glaube, ich fokussiere hierher. Das ist jetzt wurscht, aber hier kann man halt besser springen und so. Ja, und so Stunts, das ist halt das erste bei der Gott, so Angriff und so. Ja, kann man auch machen, aber... Also für den Anfang mache ich jetzt den hier nicht, mache eher den hier, da kann ich besser kontern. Das ist cool.
Ja, Mann, ja, okay. Was ist das? Perfektes Ausweichen. Achso, was wir gerade gelernt haben. Ja, okay. Raus. So, ich dachte gerade, was war ab? Was ging ab? Achso, ich wollte ja noch aufs höchste Gebäude hier gehen. Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. So, was ist jetzt hier das? Mir gefällt Junge. Docs Enthusiasmus, aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Hä, was war denn das für ein Lack? Ich beeil mich, bevor er sich noch wehtut. Alter, wir hatten das ja gerade gelegt. Da hinten, der Avengers Tower. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal kurz hin. Das muss man einfach machen, wenn man Spider-Man-Freund ist. Da muss ich jetzt kurz hin, da muss ich einmal kurz ganz hoch. Das macht so Bock. Wie ging's jetzt? Ja, das beschleunigt nochmal alles. Avengers Tower, ich komme. Aber ich schwing zu hoch. Ich will, dass wir da unten spielen, dass ich was sehe von den Leuten. Ja, okay, ich will es doch nicht. Ah! Okay, das geht eigentlich. Das geht. Man muss eigentlich nichts drücken außer R2 und X. Der Rest macht er selber. Aber jetzt solche Sachen. Tja. Wird da unten springen. Wo ist jetzt dieser Avengers Tower da? Ich liebe Spider-Man. Ich wäre so gern der Mann. So. Drum. Hä? Scheiße, wie hoch ist das Gebäude? Nein. Wo komme ich da jetzt ganz hoch? Ach nein, warte mal. Das ist auch ein Avengers Tower. Aber ich glaube, das da hinten ist auch noch einer. Glaube ich. Schaut mal an, wie geil das ausschaut. Colexo. Und dieser Park da. Da haben wir immer Pokémon Go. Haben wir rumgecheatet. Ja, okay, jetzt gehen wir zu Missy. Aber schaut mal, wie geil das ist. Junge. Ich schwöre, ich fall jetzt einfach. Ja. Was, Mann? Bleib am Boden. Hier. Da, 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 da. Ihr Mox. Das ist irgendwie wie GTA, wo man den ganzen Tag einfach nur rumtrollen kann, weil das macht so Bock. Aber das Schwingen ist einfach das Geilste. Schon mal durch den Park ein bisschen über Wasser. Ich falle jetzt mal ins Wasser rein. Ich will sehen, was passiert. Yeah, der kann schwimmen. Spider-Man kann schwimmen. Krass. Kurze Dusche. Jetzt geht's weiter. Übrigens, das war das auf dem hohen Turm, ja? Luca, das war nur für dich, weil du ja wolltest, dass ich da mal irgendwo hochgehe. Fresh Gear. Ein Autogramm, bitte. Ich könnte den ganzen Tag hier einfach so rumlaufen irgendwo. Hier so chillen. Neben den Leuten. Danke. Du nicht. Aber jetzt gehen wir mal zu der nächsten Mission.
Alter, wie weit bist du weg, ist denn das, Mann? Das macht so Bock, Mann! Das macht so Bock! Jo, jetzt schreit mein Vater von drüben her. Ah, noch einen Punkt brauche ich, ja, genau. Ja. Das macht so Bock. Nein! Da rein. So. Schauen wir mal, was da so abgeht. Ja, mal schauen. Sorry, mal. Zu spät. Wow. Ah, Dr. Ock. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Alter, mein Controller. Die Energiedämpfer. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Warten Sie. Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Ich muss auch husten. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen, die nächste Phase... Lassen Sie uns nichts überstürzen. Unsympathisch. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Können wir das irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Ich bin gerade gekommen. Oh Mann. Das war eine Katastrophe. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag frei nehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Arm testen. Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Achso, ich kann gar nicht mehr machen. Ja, so, was soll es mir bringen? Dir fehlt. Achso. Schauen wir mal, jetzt muss ich wahrscheinlich Notizen lösen. Oh, die Melodie ist cool. Schaltkreis durchgebrannt. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. So, was muss ich denn jetzt hier machen, hey? Irgendwie... Ach so, Moment mal. Ah, den habe ich jetzt hier eingefügt. Wie drehe ich den jetzt? Drehen. Ah, da, R2. Junge. So. Ja, okay, das erste ist ja echt einfach. Zack. 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 Geschafft. Das war jetzt schon richtig easy. Komponente repariert. Okay, muss die Servosteuerung umleiten. Okay. Ah, diese Pfeile heißt, hier muss es rein, hier geht's raus. Achso, ich muss einmal hier außen rum, okay. Also, dann nehmen wir mal... Ich nehme mich... Der hier. So, dann einen geraden. So. Dann meinen nach unten. Oh. Warte mal, das geht doch auch, oder? Ja. Dann... So.
Nee. So. Nein, so. Boah, das ist nervvoll. So. Sehr schön. Okay, und jetzt? Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? So X-Faktor-Musik, Alter. Boah. Hier, plus 2. Achso, Zielspannung 3. Minus 1. Ja, okay. Oh. Mathe, die Bettdecke. Zack, zack. Fertig. Bin ja ein Mechaniker, ey. Mal sehen, ob es geklappt hat. So gut wie neu. Yeah. Warte mal. Kann ich den Arm drehen, den unteren? Kann ich nicht, oder? Vielleicht kennt ihr ja diesen Move hier. Kennt? Nein, warte, das war so. Hier so. Nein, warte, gibt es das? Warum kriegt das die Kinder? Nein. Ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn man 31 ballert, hier so. Tak, tak, tak. Dort hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? New. Machen wir mal. Schauen wir mal, was noch so abgeht. Ja, ich sag mal, ein bisschen. Neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Naja, es ist jetzt mal ein bisschen Abwechslung hier. Ein paar Rätsel lösen. Hier, zwei braucht er. Das schaut auch ähnlich aus. Ja, wie passt sich das jetzt? Zack, okay, das passt. Und so einen einzelnen Lappen. Ja, das ist ja... Was für Kinder ist das? Was ist denn das hier? Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Mir. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Ja, ich wollte gerade sagen, dass es nicht gut ist, also in der Chemie, ja, das passt nicht. Okay, ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Hat er gerade seinen Lippen bewegt, während er geredet hat? Hey, du sollst, nee, du sollst in die Kamera schauen. Egal, schwing mal weiter, ich habe jetzt keinen Bock da rumtun. Ja, oh, das schaut cool aus. Aber dieses Gerät da, das geht mir so auf die Eier. Der Anzug ist voll am Sack. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Ja, nicht auf Dächern schwingen. Hier so macht's mehr Bock. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fists Niederlage denkt. Just the Facts. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen. Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch. Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen. Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Dann mal gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist so.
Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe. Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, dem scheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben. Aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das... Halt's Maul jetzt, du mit der Schnauze, J. Jonah Jameson. Ich kann jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Reden wir weiter, mit. Kann mich mal, Alter. Ich hör dir noch nicht zu, wie er mich hier disst, Mann. Das war übrigens der J.J. oder Jameson, der Typ mit dem Schnauzer, was ich mir erzählt hab. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, warum war ihr Gesicht gerade so verschwommen? Ich sehe mir mal den Turm an. Ja, ich will doch nicht so langweilig. Kann ich da nicht auf den Turm drauf? Ist ja Vollfahrt. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Achso, ja, okay. Ja, okay, es war ja easy. Assassin's Creed. Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Dann gehen wir gleich hin. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Dann gehen wir gleich hin. Los! Pass auf, okay? Adidas Anzug gefälscht. Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Soll ich noch warten? Nee, ich will nicht gleich. Lass mich von da oben. Alter! Blocken die meisten Angriffe auf, sind ihre Anfänge gegen Luftschleudangriffe, Netze und Rufe, ja? Hier, da, da, da. Alter! Alter! Komm her jetzt, Mann! Wo ist der? Im falschen Adidas-Anzug. Irgendwie nutze ich voll wenig Spinnennetze. Hier. Geil! Das mache ich jetzt immer. Warte, den da. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm, komm, komm. Ja! Du auch. Ja, dich klatsche ich jetzt so weg und dann nehme ich dieses Teil und dann BAM in deinen Kopf, ey. Verbrechensmarken, eine. Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Juri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Spider-Corp. So, klären wir dieses scheiß Verbrechen auch noch. Und dann würde ich sagen, machen wir die nächste Hauptmission. Los jetzt! Was macht denn der hier, hey? Du bist also der Spitze. Verschwinde, Mistkerl! Schon wieder der gleiche Kerl! Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde!
Alter, dein ist voll der Breitling. Lasst mich in Ruhe! Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an! Hilfe! Lasst sie los! Oh Mist, Spider-Man! Brecher. Das ist echt ein Brecher, Alter. Bleib stehen! Alter! Oh mein Gott, was geht mit dem schief? Ich brächte deine Turmknochen. Alter! Jetzt reizt. Oh, jetzt bin ich richtig aggressiv. Okay, komm her. Was war denn das hier? Wow. Alter, ich bin fast tot. Wie oft schicken wir hintereinander? Ich halte erstmal den Knockout. Endlich ein richtiger Kampf. Komm her. Was schießt er da auf mich? Alter, ich bin fast gestorben. Oh mein Gott. Hau ab! Oder sie ist tot! Lass mich los! Hä, hey, wie bewegt es? Ach so, richtiger. Ja! Bam! Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Spider-Man. Das heißt Spider-Man. Genau. Moppelt. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Wo ist denn dieser Typ mit dem Junk-Anzug? Wie viele gibt's von denen? Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Ja. Ja, so löst man das hier. Da, ich kann dann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Das ist wie Assassin's Creed irgendwie. Oh, das ist so cool. Volltreffer! Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Was ist denn das? Auch eines in der Nähe. Was ist das? Boah, das war voll geil. Alter. Oh, wow. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Ja, was ist jetzt da drin? Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? Yeah, ein. Alter, schaut euch die Map an. Bitte schaut euch die Map an, wie riesig die ist. Krass. Und wir waren ja nur. Vielleicht kann man ja auch darüber. Also laut der Map. Ja, okay. Jetzt kann ich nicht mehr weitergehen. Wir waren ja nur hier und das war schon riesig. Menükarte vom ersten noch Date. Da? Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh. Dann muss ich die jetzt alle machen. Mach den Safe auf, na los. Hi Leute. Da! Spider-Man, knallt ihn ab.
Du hättest den ganzen Schaden hier vermeiden können, du Vollidiot. Alter! Hier flieg! Komm du her! Mülleimer auf dein Face! Dieser Uppercut ist so geil. Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Das wird jetzt... Tür in dein Face. So, jetzt schauen wir mal. Ist ja... Ja gut, das ging ja jetzt. Okay, Yuri. Hä, hat der gerade Englisch geredet? Ich werde den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Cop repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Alter, ist die Hose mutig. Polizeiarbeit ist was für junge Männer und Spider-Cop. Nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Cop ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Cops Unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Ist halt echt ein kleines Kind noch irgendwie. So. Mach mal diesen Turm noch und dann geht's eigentlich schon an die nächste Mission. Yeah, level up. Ja gut, so kann man gut leveln, ey. Nahkampfschaden, 10%. Nicht gut. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Ihr habt leider mehr Brusthaare. Als nur drei. Das wäre schön, Lan. Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind Sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Wir haben die letzten 12 Okay, das ist schon blöd. Optimismus verkaufen könnte. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Das muss ich schon machen. Ja, ich muss immer alle Türen mitnehmen, weil sonst ist man ja gar nichts. Junge! Ja, überspringen. Schau ich dazu, so behindert. Ich wollte irgendwas sagen, ich hab's voll vergessen, Mann. Wer redet denn hier oben? Achso, ihr habt auch keinen besseren Ort gefunden zum Chillen. Wer wollte jetzt ein Foto machen? Von hey, euch. Alles klar? Hä? Warte mal. Ich kann jetzt nicht schlagen, aber. Komm mir nicht zu nah. Jo! Warte, bei dem Peace muss ich... Nein, mach Peace. Mach wieder. Nein, Junge! Mach doch mit den Fingern! Ja! Die Uhr stimmt auch nicht. Es ist nicht 10. Ey, das ist halt voll blöd mit diesen Türmen. Man sieht halt gar nichts. Wo ist denn der nächste fucking Turm hier? Da oben. Warte, Lan! Alter, was geht da? So. Nehmen wir jetzt auch noch und dann. So. So. Passt. Überspringen, überspringen, überspringen. Überspringen, Mann! So. Okay.
machen. In Rikers wartet ein warmes Bett auf Sie. Sie können nicht entkommen. Alle Einheiten los! Haben eine mögliche Nein, Entführung. Ich mach nicht den Handtrick. Haben einen Vorfall beim Union Square. Bitte kommen. So, schauen wir mal, was jetzt so abgeht. Die Melodie ist so geil. Soll ich den Turm noch schnell mitmachen, wenn der schon da um die Ecke ist? Ja, komm, den mach ich jetzt noch mit. Police Department. Nicht dahin, dahin. Ja, genau, so. Jetzt geht auch Samples. Warum reden die Englisch? Ich hatte es doch gerade. Ah ja. Überspringen. So. Und jetzt noch zur Missy hier. So, den Anzug repariere ich noch und dann, ja, glaube ich, reicht's fürs Erste. Ja, am Anfang ist jetzt viel Freischalten hier, Freischalten da, Map freischalten und sowas. Aber das wird noch besser. Und ja, und dann schauen wir mal. Komm jetzt da rein. So. Mit dieser Schlüsselkarte. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Ich mache jetzt hier sicher nicht mehr diese Dinger hier, ey. Wo ist denn das jetzt? Ja. Na, ich will nicht wieder irgendwas lösen. Parker. Dr. Octavius, ich, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Das ist jetzt Matik. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja... Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Scheiße, der weiß jetzt, wer wir sind. Wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Gut. Dann machen Sie mal. Check your email, Otto. Lesen Sie Ihre E-Mails. Hä, warum sind die jetzt schwarz, die Dinger, die Armbänder? Das ist Tarnung. Ich hoffe, Doc will mich nicht feuern. Erstmal Facebook checken jetzt, E-Mails. Peter, die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich weiß, ja, ich hab's können. Jetzt kannst du deine Magen einsetzen, um einen verbesserten Anzug herzustellen. Ja, okay, geht so. Ja. Nee, ich will den nicht herstellen. Hallo. Ja, komm, Alter. So viel besser ist jetzt auch nicht. Nutze die Anzugskraft bei vorherigen Freischalt Anzug. Das müsste gehen.
Hey, das habe ich jetzt irgendwie nicht, ey. Ich habe keinen Bock, da immer so lang zuzuhören und alles zu lesen, weil dann wird es langweilig, dann ist es irgendwie nur so reines Gameplay und ihr hört gar nichts und... Ja. Egal. Der schaut jetzt... Na gut, der schaut gut aus. Boah, ich liebe Spider-Man! Sorry, bin spät dran! Boah! Ich komme! Siehst gut aus, Spidey! Danke! Hallo, New York! So will ich schwingen! Neuer Anzug, altes Ich! Check mal den Anzug. Spinnenmaske macht mich krank. Ich verschwinde. Was, Mann? Ja, ich bin ein Trottel. Ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Die labert so viel. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Ja, schauen wir mal jetzt noch. Na, nicht hier, Mann. Da neu. Anzüge, da habe ich doch noch mehr gesehen. Ist der kaputte? Das ist unser klassischer. Der schaut schon scheiße aus irgendwie, aber witzig. Was gibt's da? Kann ich nicht. Boah, das schaut irgendwie cool aus. Nur die Augen gefallen mir nicht ganz. Ach, ich kann den nehmen. Ah, das ist der klassische Spider-Man. Okay, das ist schon. Diesen Anzug, ich weiß nicht, ich stehe so drauf. Aber sein Gesicht schaut irgendwie ganz anders aus. Ja, da ist es so schwarz und hier ist es so metallisch. Das ist halt der Klassiker. Der ist cool. Ah, der ist halt witzig. Nee, oder? Moment. Alter. Oh mein Gott. Ja. Ja, okay. Freunde, das ist das Ende von Part 2. Und... Oder Part 3, je nachdem, wie ich das mache. Und ja, ich würde sagen, oh, der labert mir zu viel wieder. Dieser scheiß Typ mit dem Schnauzer, J. Jonah, was weiß ich, was das ist. Auf jeden Fall, Part 2 ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und ciao.